Hallo, ich bin Janina und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute meine Jahresfavoriten zeigen. Ich habe mir ganze 10 Bücher rausgesucht, die mir 2019 ganz besonders gut gefallen haben. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen eine Statistik mit euch teilen, wie mein Jahr 2019 büchertechnisch so gelaufen ist. So, dann lege ich doch direkt mal mit der Statistik los. Und zwar habe ich im vergangenen Jahr 86 Bücher gelesen. Das macht 27.707 Seiten insgesamt. Und das macht circa 76 Seiten pro Tag. Für mich ist das wirklich voll in Ordnung, weil es gibt auch Tage, da lese ich einfach gar nichts. Es gibt aber auch Tage, da lese ich deutlich mehr. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Zahl. Und für dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, mein Ziel etwas niedriger anzusetzen, auf 60 Bücher. Nicht, dass ich nicht denke, dass ich wieder 80 schaffen könnte, aber ich möchte mein Ziel einfach nicht so hoch stecken und mich selber nicht unter Druck setzen. Auch wenn ich die 60 dann nicht schaffe, ist das auch nicht weiter schlimm, weil es ist ja nur ein Hobby und es soll ja auch Spaß machen und es geht nicht um die Anzahl der Bücher. Ich habe dann auch mal ausgerechnet, wie viele Seiten mein Durchschnittsbuch hat und das sind 322 Seiten, also doch eher ein kürzeres Buch, würde ich sagen. Also in der Regel lese ich eher Bücher zwischen 300 und 400 Seiten, würde ich sagen. Das sind so die Bücher, die ich am allerliebsten lese, weil ich das Gefühl habe, dass ich schnell durchkomme und dass ich auch dann den Erfolg sehe. Und stattdessen, wenn ich ein Buch lese, was irgendwie 600, 700 Seiten hat, dann hänge ich Ewigkeiten gefühlt dran und komme nicht weiter. Deswegen mag ich es persönlich am liebsten, eben Bücher zwischen 300 und 400 Seiten zu lesen. Dennoch habe ich mir für dieses Jahr auch mal vorgenommen, mal ein bisschen dickere Bücher von meinem Sub zu befreien. Denn da liegen auch schon ein paar dickere Bücher drauf, die endlich mal gelesen werden möchten. Damit komme ich dann auch direkt überleitend zu meiner 19 für 2019 Liste oder Challenge. Da hatte ich mir 19 Bücher vorgenommen, die ich im letzten Jahr lesen wollte. Und das war mehr so, das war mehr oder weniger semi-erfolgreich. Ich habe 11 der 19 Bücher gelesen, was jetzt im Nachhinein doch ganz gut war, weil ich Mitte des Jahres dachte, ich würde gar keine von der Liste lesen, aber ich hatte mir einfach Bücher draufgeschrieben, die ich gar nicht besaß, weil ich die bei Bookstagram gesehen habe und habe gedacht, die muss ich unbedingt auf meine Leseliste setzen und dann habe ich sie mir natürlich nicht gekauft und konnte sie damit auch nicht lesen, aber von den Büchern, die ich zu Hause habe, habe ich nur 4 Stück nicht geschafft letztes Jahr und die wollte ich euch kurz mal zeigen. Es sind tatsächlich auch alles 4 dickere Bücher. Und da sehen wir dann wahrscheinlich auch den Grund, warum ich sie nicht gelesen habe bisher. Zunächst haben wir da The Hate You Give von Angie Thomas. Das Buch hat mich total angesprochen. Ich habe auch den Film gesehen, fand den auch richtig gut. Und ja, dann habe ich mir das hier, ich habe das bei einem Gewinnspiel gewonnen, glaube ich. Aber bisher habe ich es einfach nicht geschafft, es zu lesen, was mir total leid tut. Aber ja, es hat über 400 Seiten, passt nicht so ganz in mein Beuteschema. Dennoch möchte ich es hoffentlich bald lesen. Dann hatte ich mir vorgenommen, 2 Reihen zu beenden von Cassandra Clare. Ich mag ja ihre Bücher total gerne und lese die gefühlt auch schon seit Jahren. Zunächst einmal ihre erste Reihe ist ja die City of-Reihe oder die Chroniken der Unterwelt. Und da fehlen mir noch Band 5 und Band 6. Das sind jetzt die englischen Ausgaben. Die hatte ich mir vorgenommen für letztes Jahr nicht geschafft. Und dann auch noch den dritten Teil der Chroniken der Schattenjäger. Also die Clockwork-Reihe. Da fehlt mir jetzt nur noch Band 3. Ich hatte ihn auch mal begonnen, aber dann wieder beiseite gelegt. Ich mag die Reihe total gerne und möchte sie unbedingt dieses Jahr beenden. Aber auch dieses Buch hat über knapp fast 600 Seiten. Naja, vielleicht werde ich dieses Jahr dazu kommen. Ein weiteres Manko meines Lesens ist auf jeden Fall das Beginnen von Reihen und das Nicht-Beenden von Reihen. Ich tendiere häufig dazu, Reihen nicht beenden zu wollen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass ich nicht zurück in diese Welten kehren kann. Und aus dem Grund, ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe im letzten Jahr ganze 28 Reihen begonnen und nur 4 beendet. Das hört sich wirklich schlimm an. In diesem Jahr möchte ich das auch ein bisschen ändern und auf jeden Fall mehr Reihen beenden oder sagen wir weniger Reihen beginnen, weil ich so viele angefangene im Regal habe, die ich erstmal weiterlesen möchte. Aber die 4 Reihen, die ich beendet habe, die möchte ich euch mal hier kurz einblenden. Das sind einmal To All the Boys. Die Reihe konnte mich wirklich begeistern, sage ich auch noch gleich was dazu.
und dann die All-In-Reihe von Emma Scott. Emma Scotts Bücher haben mich im letzten Jahr durchgehend alle begeistern können und so auch diese Dialogie. Und zum Schluss habe ich Wind in deinen Segeln beendet von Jessica Winter. Das war auch eine Dialogie und die habe ich zum Ende des Jahres gelesen und auch wirklich sehr gemocht. Dann habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr mehr englische Bücher zu lesen. Im letzten Jahr waren es auch schon ganze 13 Stück. Trotzdem möchte ich das in diesem Jahr noch ein bisschen ausbauen und einfach, weil ich auf Englisch total gerne lese und so auch meine Sprachkenntnisse ein bisschen beibehalten kann. Und deshalb hoffe ich, dass ich in diesem Jahr mehr englische Bücher lesen werde. Ganze 3 davon sind auch auf meiner 20 für 2020 Liste. Das könnt ihr in dem anderen Video nachschauen. Und jetzt möchte ich euch auch schon meine 10 Jahreshighlights von 2019 vorstellen. Wie eben erwähnt, hat mich die All-In-Reihe von Emma Scott wirklich begeistern können. Trotzdem hat jetzt ein anderes Buch von ihr es auf meine Jahresfavoritenliste geschafft. Und zwar The Light in Us. Das Buch hat erstmal ein wunderschönes Cover. Ich bin total verliebt in das Cover und die schönen Farben. Aber auch das Buch konnte mich total begeistern. In dem Buch geht es um Charlotte. Und Charlotte hat eine anstrebende Karriere als Geigerin. Doch nach einem schweren Schicksalsschlag möchte sie oder kann sie es nicht mehr weiter ausführen und sucht deshalb nach einem neuen Job. Sie nimmt dann einen Job als Assistenzhilfe oder als Assistentin bei einem Mann an, der gerade durch einen Unfall schwer geschädigt wurde und der blindet ist. Und ja, die beiden können sich von Beginn an erstmal nicht ausstehen. Aber wie es in so vielen New Adult Büchern ist, entwickelt sich dann doch was zwischen den beiden. Und doch, was sich da entwickelt hat, war einfach wundervoll. Und ich habe es so geliebt, die Geschichte der beiden zu lesen. Aber auf jeden Fall hat mich das Buch komplett umgehauen und es war auf jeden Fall eines meiner Jahreshighlights. Ich habe jetzt auch letzte Woche die kleine Novelle oder die Zusatzgeschichte gelesen. Ich blende die euch mal kurz ein. Die könnt ihr auf BookBeat und auf Spotify als Hörbuch hören oder euch als E-Book runterladen. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Zusatz zu diesem Buch und beides hat mich sehr begeistert. Dann habe ich die Leuchtturmreihe von Kira Mohn gelesen und da hat mir besonders Band 2, Save Me From The Night, wirklich sehr gefallen. Erstmal, weil es da nicht in erster Linie nur um die Liebesgeschichte ging, sondern einfach noch so viel mehr in diesem Buch steckte, so viel Wichtiges angesprochen wurde und mich eine Person, die ich nicht nennen kann, weil es nicht auf dem Klappentext steht, total mit in den Bann gezogen hat und die ich bewundert habe so sehr. Und ich liebe auch einfach die Atmosphäre, die das Buch vermittelt. Es spielt ja in Irland. Und die Umgebung, die wird einfach so toll beschrieben. Es war einfach mega, mega gut. Es geht ein bisschen New Adult-lastig weiter. Und zwar mit Love and Confess von Colleen Hoover. Colleen Hoover ist auch eine absolute Lieblingsautorin von mir. Und das Buch hier hat mich auch sehr, sehr überrascht und hat mir wirklich gut gefallen. Besonders der männliche Hauptcharakter Owen hat komplett mein Herz gewonnen. Also er ist auf jeden Fall einer meiner Book-Boyfriends. Er ist so toll und so charmant und wundervoll. Und so geht es natürlich auch unserer Hauptprotagonistin. Urban zieht nach Dallas, wo sie dann eben auf Owen trifft und verliebt sich auch ab sofort in ihn. Doch sie sollte sich eigentlich gerade nicht in ihn verlieben. Er ist der letzte Mensch, so, in den sie sich verlieben sollte und mit dem sie etwas zu tun haben sollte. Warum das so ist, müsst ihr natürlich rausfinden, wenn ihr das Buch lest. Aber ja, mich haben die beiden auf jeden Fall komplett überzeugt. Weiter geht es mit einem Buch von Brittany C. Cherry. Die Autorin habe ich auch im letzten Jahr für mich entdeckt. Ihre Bücher sind alle so tiefgründig und behandeln wichtige Themen. Und so hat mich auch das hier komplett überzeugt. Bei dem Buch geht es um ein Mädchen, die nach einem sehr, sehr schweren Schicksalsschlag, denn sie sieht etwas, was ihr Leben komplett verändert und was große Ängste in ihr hervorbringt. Doch eine Person steht von klein auf immer an ihrer Seite und ist immer für sie da und das ist ihr bester Freund, Brooks. Es war wieder so eine tolle Geschichte. Ich liebe einfach, wie ihr merkt, Bücher, wo die Protagonisten, die männlichen Protagonisten für die weiblichen da sind, wo richtige Gentlemans und ich stehe nicht ganz so sehr auf Bad Boys, muss ich sagen, es kommt immer aufs Buch an, aber er ist ein absoluter Traumtyp und Maggie May, also die Protagonistin, kann sich sehr glücklich schätzen, dass sie ihn hat. Die Geschichte der beiden ist eben auch nicht nur die Liebesgeschichte, sondern es steckt einfach noch so viel mehr dahinter, so viel Psychologisches auch.
da die beiden schwere Schicksalsschläge hinter sich haben und sich gegenseitig unterstützen. Wir arbeiten uns durch die Reihe der New Adult Bücher, obwohl man das hier ja doch vielleicht unter Young Adult fassen könnte. Cinder und Ella hat mich komplett überzeugt im letzten Jahr. Das war so eine schöne Geschichte zwischen einem Star und einem ganz gewöhnlichen Mädchen, was viele Probleme hat mit sich und seinem Körper. Und ja, es war so wichtig zu lesen, dass diese äußerlichen Merkmale eben nicht ausschlaggebend sind. Und ja, da die beiden sich erstmal nur über Chat kennenlernen und der Junge sie gar nicht sieht, sieht er einfach ihre inneren Werte zuerst. Und ich finde, das Buch vertritt so eine wichtige Message. Ich werde es euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein tolles Buch, mega gut zu lesen und schnell zu lesen. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen und ja, auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind beim letzten Liebesroman oder einer Liebesromanreihe. Und zwar geht es um die Reihe To All the Boys I Loved Before von Jenny Han. Ich wette, ihr kennt alle das Buch oder zumindest den Film, der letztes Jahr erschienen ist. In wenigen Monaten kommt ja auch schon der zweite Film raus, also zum zweiten Band. Und ja, Lara Jean ist einfach eine wundervolle, witzige und lustige Protagonistin. Sie strahlt so viel Lebensfreude auf und hat einfach die perfekte Schwester-Schwester-Beziehung und das perfekte Elternhaus und alles ist toll. Und mir machen diese Bücher einfach große Freude. Es geht um Lara Jean. Lara Jean hat Liebesbriefe geschrieben, ganze 5 an der Zahl, die dann an abgeschickt werden. Und die Jungen erhalten sie. Lara Jean weiß davon nichts und ist total geschockt, als dann die Jungs auf sie zukommen und die Briefe zeigen. Und ja, es ist einfach super witzig und wirklich eine Empfehlung wert. So, als nächstes kommt ein etwas ernsteres Buch. Das habe ich euch auch schon in die Kamera gehalten, soweit ich weiß. Das ist Der Tätowierer von Auschwitz. Ich habe jetzt das englische Exemplar. In dem Buch geht es um einen Auschwitz-Überlebenden und für mich sind so welche Bücher einfach wichtig, da wir nicht vergessen dürfen, was passiert ist und gerade aus erster Quelle, aus erster Hand so erfahren können, wie es in den Camps ausgesehen hat und wie jetzt dieser Überlebende es geschafft hat. Ich habe jetzt noch ein paar weitere ähnliche Bücher auf meiner Liste und die ich auf jeden Fall gerne in diesem Jahr lesen möchte. Vielleicht mache ich euch dann mal ein Video über diese Art von Büchern, wenn ihr daran interessiert seid. Und dann habe ich zum allerersten Mal einen Dark Romance Thriller gelesen von S. Walden, Going Under. Darum geht es um ein Mädchen, die auf ihrer Schule eine Slut League aufdeckt oder eine Fantasy Slut League. Die Jungs an der Schule vergeben sich gegenseitig Punkte, wenn sie ein Mädchen flachgelegt haben, wenn sie die geküsst haben oder weiteres. Und Brooke, unsere Hauptprotagonistin, deckt dann auf, dass einige der Jungs kein ganz ehrliches Spiel spielen und einige der Mädchen ungewollt zum Sex verführen. Sie begibt sich dabei aber allerdings auch in eine sehr gefährliche Situation und für mich war das ganze Buch durchgehend spannend. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen, weil ich wissen musste, wie das weiterging und was mit Brooke passiert. Und ich muss euch sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Das Buch ist nicht ganz so bekannt, aber ihr solltet auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. So, und jetzt zum Schluss möchte ich euch meine absolute Lieblingsreihe aus dem letzten Jahr zeigen. Viele werden es wissen, aber ich habe mich in Ophelia Scale verliebt. Diese Reihe hat mich komplett überzeugt. Sie war spannend, sie hatte tolle Charaktere, eine tolle, ausgedachte Fantasy-Welt. Es spielt in der Zukunft und in der Welt ist Technologie verboten worden durch den König. Ophelia Scale schließt sich dann aber einer Untergrundorganisation an, die dagegen kämpfen möchte. Und das war einfach wirklich, wirklich toll geschrieben. Es ist super spannend. Die anderen Teile habe ich jetzt auch schon zu Hause. Nur noch Band 3 fehlt mir. Ich zögere es ein bisschen heraus, aber werde ihn auf jeden Fall dieses Jahr lesen. Und an alle von euch eine große, große Empfehlung. Lest diese Reihe. So, das war es jetzt auch schon wieder von mir und dem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch mal in den Kommentaren da, welche Reihe oder welches Buch euch 2019 ganz besonders begeistern konnte. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst oder mich abonniert. Und dann bis zum nächsten Mal.